Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 14. So, wir haben eine Nachricht im der Ding. Als Trainer, als ich hier unterschrieben habe, haben Sie mir bezüglich meiner Rolle Versprechungen gemacht, aber diese werden momentan nicht eingehalten. Junge, du spielst doch verdammt oft. Was beschwerst du dich? Übel. Man glaubt es ja nicht. So, wir simulieren hier ein Stück. Müsst ihr die Beschwerde einfach mal abschütteln. So, einfach mal durchgucken. Oh, eine 94. Das wird ja krank. So, aber nichts, was ich jetzt sofort in dem Kader brauche. So, und eine Pressekonferenz. Wir motivieren unsere Leute. Wie immer, wie eh und je. So, und die Mannschaft stellen wir nochmal ein bisschen um. So, bop. Grincheck, nee. So, ich muss Weihrauch hier wieder rausholen, weil sonst beschwert sich der zu Tode. So, fürs nächste Spiel ist er natürlich hier wieder. Mohamed für Ratzkowski wieder. Meier kommt auch wieder rein für Trost. So, Heller kommt auch wieder raus. Haben gut gespielt. Brosiuk brauche ich aber hier einen frischen Mann. So. Rechtsverteidiger muss Nering rein. So, was mir gerade auffällt, ich habe letzte Partie gar nicht gewechselt, oder? Ah. So. Nonazier kommt hier rein. So, Kolasinac 78, das ist so Hammer. So, kommt aber Özcelik trotzdem rein. So, Schindler bleibt drin, scheiß drauf. Nee, Hoyers kommt rein. Da ist gerade noch mal grün. So, okay. Dann passt es soweit. Dann können wir hier gegen. Wen spielen wir denn überhaupt? Gegen Nürnberg. Gegen Nürnberg dürfen wir spielen. Guck mal in die Tabelle. Wir sind auf ein Pünktchen dran an Dortmund. Also, die müssen nur noch einmal ein Unentschieden spielen und wir sind da. Oder wäre mir lieber, wenn sie verlieren. Um ehrlich zu sein, weil dann geht es ein bisschen leichter. So, und Nürnberg steht kurz vorm Abstieg. Also vor den Abstiegsplätzen. Also. Ist momentan Tabellenplatz 15. Da können wir natürlich wieder gut zuschlagen. Aber ich habe ja gegen die Kleinen immer Probleme. Ihr kennt mich ja. So, und wir sind auswärts in Nürnberg. Auswärts, boah, läuft schon. So, und ich darf wieder in die Tonnen treten. Yay, mal wieder nicht Elfmeter schießen. Und die Tonnen verarschen mich. Komm, komm. Wenn du mich gleich so verarscht, dann will ich nicht mehr. Nee, nee. So. Wir spielen hier in Nürnberg. Geben Gas. Und haben Anstoß. Achso, ich spiele in Weiß. Ich habe schon ewig nicht mehr in Weiß gespielt. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert. So, aber das wird schon. Da kommen wir auch zurecht mit so einem weißen Trikot. So, Özcelik. Ah, läuft hier schön in die Mitte. Ah, läuft sich aber fest. So. Aber gleich mal ein bisschen gestoppt den Ball. Ein bisschen abgeklärt arbeiten hier. Dann hilft es. Özcelik. Schöner Schuss. Kann man ja mal probieren. Wieso nicht? So, wie weit senzt er denn drüber? Oh, eigentlich nicht mal so weit. Ist ja nicht mal. Kann man ja nicht mal meckern nach 4,5 Minuten. Schönes Ding mal aufs Tor gerichtet. So, und die Nürnberger müssen auch erstmal ein Spiel finden. Das wollen wir aber verhindern, dass sie hier überhaupt reinfinden. Deswegen gehen wir hier gleich mal wieder in den Zweikampf. Und versuchen an den Ball zu kommen, ja. Meier hat zwar gut gekämpft, hat sich kurz den Ball ergattert, aber gleich wieder verloren auch. So. Oh, das gibt's ja nicht. So, sauber. Özcelik ist da. So, wie weit dass sich Özcelik hier nach vorn begibt, das ist schon abartig. Als Linksverteidiger, Entschuldigung. Huch, ich hätte gemeint, ich muss den noch abnehmen. Naja, zumindest ein Schuss aufs Tor. Wie sogar der Torwart halten hat müssen. So, weiter Ball hier von dem Nürnberger Torwart. Da können wir, das können wir ab. Da hat uns ja Newcastle schon gut gebeutelt. So, Meier. Alter.
läuft man sich hier fest. Weihrauch. Alter, und dann kriege ich den Ball da nicht rein. Schade. So, nächster Aufbau. Das können wir. So, Ozalek ist mit von der Partie mal wieder. Mann, aber verliert den Ball andauernd hier. Auf der rechten Seite. Auf der linken. Mann, was sag ich denn? Auf der linken Seite. So, aber jetzt kann er sich zumindest holen. So, nächster Spielaufbau. Rojas. Geht hier durch wie ein warmes Messer durch die Butter. So, schöne Flanke, aber leider stehen die Innenverteidiger gut. So, Nering. Brusciuk. So, Nering wieder. Ah, schade. Aber eine Ecke. Die können wir gut gebrauchen. So, Rojas darf die Ecke treten. Ecke kommt. Ah, schade. Vorbeigekopft. Donatia. Naja, hilft nicht. Die Möglichkeiten haben wir. Wir müssen nur noch treffen. Das ist das Nächste. So, weiter Ball. So, okay. Versuchen wir mal. Ah, schade. Vielleicht hätten wir uns ja durchfriemeln können. Die Lücke wäre da gewesen. Nur leider nutzen haben wir sie nicht können. So, gut. Gut, gut, gut. Na, fuck, oder auch nicht. So, Abseitsposition wird hier reklamiert, aber ist keine, sagt der Schiri zumindest. So, und jetzt nochmal aufbauen hier. So, das ist ein Schiri. Der interessiert mich nicht, ist zwar auch dunkel angezogen. Aber der wird nicht angespielt. Oder der nimmt mir den Ball nicht weg. Außer wenn er pfeift. So, Aufbau hier, Aufbau, jo Leute. So, gut vor das Tor kommen. So, Ozalek ist auch wieder dabei. Na, aber kriegt einfach keine Flanke durch. Hilft ja nicht. So, Einwurf. So, boah, fuck. 31 Minuten gespielt. Ein paar Chancen hat man schon. Aber die noch nicht zum Erfolg. Führt noch nicht zum Erfolg. So, Nürnberg. Versucht's hier. Will hier auch noch tricksen. So. Hatzkowski. Grinczek. So, auf der anderen Seite ist Weihrauch. Ach, kommt hier nicht durch. Brusciuk fängt aber den Ball schön ab. Ah, schöner Schuss. Und abgelenkt zur Ecke. Den können wir brauchen. Grinczek darf die Ecke treten. Ecke kommt beschissen. Wie dass er den irgendwie verkackt hätte. So, weiter Ball. Kopfballduell gewonnen. Passt. Passt. Wieder nach vorne. Grinczek im Anschlag. Ah, den kriegen wir nicht durch. Schade. So. Hä? Was willst du? Ich wurde auch schon öfters so gefoult. Und krieg keinen Freistoß. Mann. So, ich brauche hier dringend einen Sieg. Und drauf hoffen, dass hier Ding patzt. So, ein bisschen offensiver vielleicht noch. Habe ich das jetzt offensiver gestellt? Ja, habe ich. Ah, schade. Momentan läuft es nur mit der Offensive richtig. Also hier auch die Möglichkeiten bekommen. Verfluchte Axt. Nürnberg jetzt mit dem Gegenstoß. Immer dann, wenn ich auf offensiver stelle. Ja, Foulspiel ist klar. Komm. So, Freistoßsituation. Mal sehen, was sie draus machen. Schönes Ding. Baumjohann faustet hier weg. So, abklären hier. So, gut gemacht. So, ab durch die Mitte mit dem Ball. Rojas ist da vorhanden. Ah, schade, festgelaufen. Total festgelaufen. Da müsste man ein paar Tricks können. Die ich leider nicht kann. So.
zumindest geklärt. Ein paar schalten in die Offensive, ein paar nicht. Das ist halt das Blöde. Das muss auch erstmal bei den Köpfen der Spieler erstmal ankommen. Dass die hier jetzt offensiver spielen sollten. Grinchek hat es verinnerlicht. Aber da wird mir der Ball einfach vom Fuß geklaut. Mann, Mann, Mann. So, Halbzeit. Halbzeit. Da kommt noch eine. Die ist ja auch so schön. So, Grinchek kann noch ein bisschen. Bis zur 70. hält der schon noch durch. Nürnberg hier jetzt mit einem Anstoß. Dürfen hier jetzt. So, Grinchek geht hier gleich mal voll rein. Will hier gleich. Oh, sauber. Geht da jemand mit? Ah. Bruschuk. Ballbesitz für uns. Rojas. Schade. Ah. Schade. Da haben wir schon ziemlich hier gekämpft. Für die gute Sache. So, kommt schon. Vorbeigegrätscht. Probieren kann man es ja auch mal mit einer Grätsche. Wieso nicht? Ich bin ja nicht so der Grätschen-Fan. Nicht, dass sich hier irgendjemand verletzt. Oder ich übertreibe dann immer gern mal, wenn ich anfange zu grätschen. Das ist ja auch nichts. Ah, Radzkowski verliert den Ball, holt ihn sich aber wieder. So, Weihrauch. So, wird hier gestoppt. So, Nürnberg versucht den Ball hier wegzubringen, schafft es aber nicht ganz. So, Grinchek. Na komm, ey. Foulspiel, geht doch. Das war ein Foul, dachte ich's mir doch. So wie ich da niedergesenzt wurde. Schöne Freistoßsituation. Radzkowski darf treten. Ah, schöner. So, oh, oh, da kullert er rein. Schau, sauber. Wow. Was für ein geiles Tor. Natürlich, der Torwart ein bisschen unglücklich. Das tut mir fast ein bisschen leid, wie der da reingegangen ist. So, Radzkowski zieht ab Pfosten und dann, ja, geht er doch noch rein. Mann, war da der Torwart unglücklich. Es tut ja schon fast weh. So, 56. Minute, wir sind 1:0 vorne. So, da geht noch mehr. Hoffe ich jetzt mal. So, nächster. Einfach mal aufbauen hier. Foulspiel oder Vorteil wird laufen gelassen. Na, kommt schon. Nicht hier aufgeben. Oder jetzt einen Gang zurückschalten. Ist ja auch nichts. Ah, da kommt er nicht mehr ran, der Bruschuk. Da war ihm ein bisschen zu steil, der Ball. So, kommt schon. Nicht zur Flanke kommen lassen. Sauber, Golobat. So, und nach vorn. Ah, schade. Hätte man mit Druck gespielt, aber da Mittelfeldspieler von Nürnberg hat da aufgepasst, wo da der Ball lang geht. Das ist natürlich dann scheiße. Kommt man natürlich nicht so durch. So, Nürnberger spielt das, den Ball ins Aus. So, eine Einwechslung für Nürnberg. So, ich mache hier kurz, wie immer, um hier einfach die Sicherheit zu wahren. Wenn wir hier den Ball nicht gleich verlieren. So. Ostalek hilft da aus. So, Grinchek. So, bringt hier die Flanke. Ah, schade. Kommen wir nicht ran an den Ball. Kommen wir einfach nicht ran. So, dem Nürnbergern gleich mal wieder den Ball abgenommen. So, aber Nürnberg erhöht die Offensive. Kann aber zum Glück nichts draus machen. So, schöner Pass. Schön weit hier auf Nähring, aber der geht ins Aus. Der geht ins Aus. So, und ich muss dringend wechseln. So, Grinchek ist hier fertig. So, Kulikas. Roos darf auch noch. So, zweimal ausgewechselt. Und meine Stürmer sind echt fertig. Und Schindler muss kommen. So, fortsetzen. Also die englischen Wochen zehren an meiner Mannschaft schon extrem. Da ja sie doch noch nicht so leistungsstark ist. Aber
Es tut gut. So. Zu sehen, dass man weiß, ja, es geht. Auch mit einer relativ kaputten Mannschaft kann man noch Spiele gewinnen. Und, ja, ich würde mal sagen, wenn hier mal die Pause angesagt ist, wieder, also die Winterpause, dann können wir hier natürlich durchatmen und ein bisschen Kräfte tanken. Das mit allen Spielern. So, ah, Drost kommt da nicht anständig am Ball, schade. So, aber Schindler holt sich das Leder gleich wieder. Ball kommt. Kulikas köpft ein, sauber Junge. 2-0, 74. Minute. So muss das. Sauber Junge, geile Scheiße. Ja, schön rübergelegt und drin war er. Ja, Schindler hat halt ein Füßchen fürs Auflegen. In die Mitte rein. So, nächster Spielaufbau von Nürnberg. Mal sehen, ob die hier durchkommen. So, sauber. Osterleck holt sich das Ding gleich. So, gibt hier rüber. Trost ist dabei. Wer läuft da? Bruschuk. Der will natürlich auch mitspielen. Bringt hier aber leider den Ball nicht mehr rein. Meier kann ihn aber abfangen. Ach, schade. Kann hier nicht mehr abziehen. So, genau, Baumjohann. Huch. Den wollte ich jetzt nicht so. Aber ist genehmigt. Sage ich einfach mal so. So, Ratzkowski. Bruschuk. Meier. Und da läuft Nähring. Ah, kommt aber leider nicht mehr ran, unser Nähring. 81 Minuten gespielt bereits. So, irgendwie komme ich momentan öfters an den Ball, ohne dass ich es mitkriege. Dass ich dann so einen lapidaren Schuss aufs Tor setze. So, was gondelt da Nähring rum? So, eher offensiv hier. So, ins Ausgespielt. Ein bisschen Ruhe. Kann sich die Abwehr ein bisschen formieren von uns. So, Nürnberg wechselt auch nochmal. Die nutzen die Zeit einfach mal. Für die wichtigen Dinge. Nee, nicht wirklich wichtig. Hauptsache neue Kräfte, denkt sich der Nürnberger Trainer. So, Einwurf für uns. Den führen wir schnell aus. Da lasse ich mich nicht lumpen. So, Nürnberg sehr weit nach vorn aufgerückt. Das kann lässt natürlich Spielraum für Konter. Wenn man sie denn durchziehen kann mit den richtigen Pässen. So, komm. Meier setzt sich schön durch. So, Drost. Kommt, lauf. Wird nix. Ah, Foulspiel von Drost. Hätte nicht sein müssen. War ein bisschen arg forsch hier. So. Ein Türchen hätte ich noch gern. Das wäre schön. Weil Tordifferenz hin oder her, die muss auch noch. Die muss auch noch ein bisschen besser laufen. So, 90 Minuten sind um. Nachspielzeit ist um. Nürnberg versucht hier nochmal einen Vorstoß. Der hier nicht glückt. Da ist der Schlusspfiff. Wir gewinnen 2-0 gegen Nürnberg. Schöne Partie. Zwar erst ab der zweiten Halbzeit, aber schön ist schön. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und bis dahin, bis morgen. Ciao, ciao.